Bannmeile. Aber sie schafft doch nicht die Bannmeile. Wir sitzen jetzt wieder. Wo ist die Bannmeile? Da, wo ist die Bannmeile? Sie stört mich nicht drin. Aber das ist im Mittel abzahlt. Wo ist die abgesperrt? Der Kollege hat mir gesagt, was er findet. Da gehen Sie bitte in die Mitte. Ich hätte es auf dem Tier genommen. Ja, wir sind nämlich so, ich habe wieder fünfmal. Ja, das haben Sie vorher da hinten abgesprochen. Was jetzt was? Die Vorbereitung. Was wollen Sie jetzt von mir? Ich habe es gesehen. Sie standen früher da hinten. Wir haben haargenau abgesprochen, was Sie jetzt hier produzieren. Ja, ja, natürlich. Jetzt gehen wir zu den Personen, sprechen die Person darauf. Aber Sie haben sich abgesprochen, was Sie beobachtet haben. Also Entschuldigung, aber der beschriebene Bereich war dort hinten. Ja? Also das würde ich doch mal gerne festhalten als Beobachter. Ja, da ist sie auch weggegangen. Also Entschuldigung, ja? Weil ich Sie jetzt schon mehrfach aufgefordert habe, wegzugehen. Sie persönlich sind mehrfach auf Sie zugelaufen. Warte mal, schreibe ich mal. Persönlich, mehrfach. Ja, oder vorhin war sie da vorne. Da bin ich aber zurückgewichen. Hallo. Wir sind doch zurückgewichen. Da waren wir alle dabei, da ist es ja wohl zurückgewichen auf Anforderung. Und ich habe es persönlich gesehen, die Dame hat so. Sind Sie ein bisschen leiser bitte? Wir können auf einem normalen Niveau miteinander sprechen, aber niemandem schreien, oder? Ja, ja, okay. Ja. Okay, ich sage es jetzt ganz leise. Also ich bin dabei ein bisschen zurückgewichen. Ich war ja auch in vorderster Front und bin dann nach hinten gegangen und habe gewartet, bis die Polizei in der Kette kommt. Wohl ausgewichen wie wir alle. Verstehen Sie mich? Mein Name ist Joachim Lutz und ich wohne in der Brennerstraße 29, 70182. Ich habe gesehen, dass die Dame zurückgewichen ist. Verstehen Sie mich? Ich habe das Gegenteil gesehen. Ich habe es ja wohl gesehen. Nein, es ist nicht ganz kurz. Es reicht jetzt langsam mal. Verstehen Sie denn, weil das ist unglaublich. Ich habe sie ist ja mit zurück, ich habe sie ja genau seit Top gesehen, weil die war zurück. Aber ich weiß heute bis jetzt noch nicht, wo die Bannmeile ist. Wir haben die hat sie dir vorhin gesagt? Hier hinter dem See. Nein, ich habe auch jemanden gefragt, da hieß es nur am Eckenförsee. Ich komme immer aus Stuttgart, wo am See, hier am Eck oder da. Hier wegzugehen. Wo soll ich hingehen? Nee, also ja okay, dann sagst du mir bitte, wohin ich gehen soll. Hallo, soll ich die Bundesrepublik Deutschland verlassen oder was? Da müssen Sie präzisieren, verstehen Sie? Hallo. Ach, jetzt geht es da drum. Also, es geht gar nicht um die Frau als solche, sondern geht es ums Plakat, dass die Plakat ist da. Genau sagen, wo ich hin soll. Ja, wieso nehmen Sie, also ich habe dann auch einen Button, hier steht oben bleiben. Ist das auch ein Plakat? Ich nehme Ihr Personal auch gerne auf. Ja, ich frage Sie. Sie stehen wieder in der Bannmeile. Ich frage Sie. Ich weiß es nicht, ob Sie in der Bannmeile stehen. Sie stehen in der Bannmeile. Dann sagen Sie mal, ich würde das auch gerne auf, wenn es um geht. Ja, muss ich Ihnen geben, oder ist es ein Akt der Freiwilligkeit? Das will Sie. Geben Sie mir bitte einen Personalausweis. Ja, ich hätte jetzt eher erwartet, dass Sie einfach weggehen, dann wäre das auch ich bin okay. Eine Viertelstunde, habe ich mit einem Ihrer Kollegen unterhalten, falls Sie das mitbekommen haben, und stand hier an der Mauer eine Viertelstunde. Also jetzt geben Sie mir bitte den Personalausweis. Ich habe auch noch ein paar Blätter frei, also wenn hier jemand mehr Ausweis ergeben will. Und sagen Sie doch bitte mal, wo die beiden Bannmeile sind. Das haben Sie immer noch nie gesagt. Sind Sie nicht verpflichtet, die Auskunft zu geben? Ja, offensichtlich nicht. Mir hat man was nach ist gesagt, dass das nicht so ist. Ja, das ist die Warum ist dann die Polizei nicht bis zum See gegangen, sondern nur bis zur Mauer? Warum war noch nie verantwortlich? Mir hat aber niemand, warum hat der Polizist, mit dem ich mich unterhalten habe, mich nicht darauf hingewiesen, ich möchte doch noch ein paar Meter zurücklaufen?
Aber sie ist mit mir zurückgegangen. Ich bin ja auch zurückgegangen. Ich stand da die ganze Zeit. Ich weiß momentan nicht, wo die Bahn meine ist, aber gehen wir ruhig ein paar Schritte zurück. Die war ja, ich stand an der Mauer und habe mich mit dem Polizisten noch unterhalten. Da hat mich kein Mensch angesprochen und gesagt, können Sie bitte noch ein paar Meter zurückgehen. Reingelaufen. Ja, da haben Sie Anweisungen. Das haben Sie jetzt damit geschafft. Frau Kölner, ich verstehe auch nicht, dass die Polizei immer die Falschen schützt. Das machen Sie auf Anweisung der Frau Tanja Gönner und sonst gar nicht. Stehe ich jetzt in der Bahnmeile? Das heißt, ich kann jetzt... Wir dürfen in der Bahnmeile stehen, nur nicht mit einem Plakat. Aber offensichtlich ist schon ein Button eine politische Meinungsäußerung. Verrückt, ist verrückt. Wenn das verrückt so höflich bittet. Verrückt. Auch jeder einzelne Polizist kann flexibel sein. Sag ich mir immer. Jeder einzelne Polizist kann flexibel sein. Jeder. Als Arzt muss ich auch flexibel sein. Man muss Rücksicht nehmen auf Bedürfnisse. Und der Polizist kann mein Recht auf dem Supermarkt auf der Bahnmeile. Es geht Ihnen um der Bahnmeile. Das ist ein normaler Gehweg hier. Ich habe ja kein Plakat in der Hand. Ich habe ja kein Plakat in der Hand. Zwischen dem Schauspielhaus hier und dem See, in dem hinteren Bereich, da dürfen Sie sich aufhalten. Das wurde vorhin auch auf der Lautsprecheransage kommuniziert. Ja, aber das war erst durch, da die Frau Tanja Gönner reingegangen ist. Da vorne, wo der Herr mit dem grünen Schal steht, perfekt, da dürfen Sie hin. Ja, schöne Weihnachten. Das machen Sie auf Order der Politik. Ja, aber wo, wie weit geht es? Das ist ja schon die Gefahr eigentlich hier. Wenn Sie jetzt dahinter gehen, wenn Sie dahinter gehen, da wo der See aufhört, da sind Sie dann wenn Sie hochlaufen, dann ist es Schluss. Dann mache ich doch einen Strich auf der Bohne, da weiß man es. Ich wusste nicht, dass man das weiß. So, ein paar Schilder. Ich sage, das Schild ist schon politisch. Das sind die drei private, genau.